Malik ibn Dinar begann sein Leben als Muslim, aber er hatte sich sehr weit von Allah entfernt und hat immer die Grenzen Allahs überschritten. Es gibt kaum eine Sünde, die er ausgelassen hat. Sein Leben bestand darin, Spaß zu haben und sich zu betrinken. Er betrank sich jede Nacht. Ja, er sagte La ilaha illallah, aber das änderte nichts an seinem Verhalten. Bis zu jenem Tag. Malik ibn Dinar verspürte den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Er wünschte sich so sehr eine Tochter. Und obwohl er so viele Sünden begangen hatte, schenkte ihm Allah in seiner Güte eine Tochter. Malik ibn Dinar war mit Freude erfüllt. Er sah seine Tochter aufwachsen. Und mit jedem Tag wurde seine Liebe zu ihr größer. Er wollte ihr ein guter Vater sein. Und so begann er sein Verhalten zu ändern. Mit der Zeit wurde er zu einem besseren Menschen. Er hatte wieder Hoffnung gewonnen. Als seine Tochter 3 Jahre alt war, wurde sie krank und verstarb. Seine große Liebe zu ihr ließ ihn verzweifeln. Um den Schmerz zu überwinden, betrank er sich. Er trank mehr als je zuvor. So viel, dass er in Ohnmacht fiel. Und da hatte er einen Traum. Er träumte vom Tag der Auferstehung. Alle Menschen waren wieder auferstanden und versammelt. Und als er zu Allah gerufen wurde, um für seine Taten Rechenschaft abzulegen, da erschien vor ihm eine nachtblaue Schlange. Sie hatte ihr Maul weit aufgerissen und ihre Augen starrten ihn an. Sie eilte auf ihn zu und versuchte ihn zu verschlingen. Er versuchte, diesem Monster zu entkommen, aber die Schlange ließ nicht ab von ihm. Er lief so schnell er konnte, doch die Schlange war ihm dicht auf den Fersen. Auf seiner Flucht begegnete er einem alten Mann. Und er flehte ihn an, ihm zu helfen, ihn vor der Schlange zu beschützen. Aber der alte Mann sagte, ich bin zu schwach und die Schlange ist so gewaltig groß. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann dich nicht beschützen. Und Malik ibn Dinar rannte weiter, bis er zu seiner Tochter kam. Ja, plötzlich war seine 3-jährige Tochter vor ihm. Und er sagte ihr, bitte hilf mir. Und seine Tochter stellte sich zwischen ihm und die Schlange. Sie wehrte die Schlange ab und setzte sich zu ihm. Malik ibn Dinar, er war vollkommen verwirrt. Er fragte seine Tochter, was geschieht hier? Was ist das? Und seine Tochter antwortete ihm, Vater, wusstest du nicht? Wusstest du nicht, dass unsere Taten in der Dunya im nächsten Leben Gestalt annehmen werden? Sie sagte ihm weiter, die Schlange, die du gesehen hast, das sind deine Taten, deine schlechten Taten. Du hast so viele von ihnen getan. Du hast sie so groß werden lassen. Sie werden dich zerstören. Wohingegen der alte Mann, das sind deine guten Taten. Du hast so wenige getan. Du hast ihn verkümmern lassen. Er konnte dich nicht beschützen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das kommen sehen. Er nahm mich dir weg, als ich ein kleines Mädchen war. Er lässt dich geduldig sein. Mit der Geduld über meinen Verlust vergib dir Allah deine Sünden. Und dann sagte sie zu ihm, Vater, ist es nicht an der Zeit? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung? Und Malik ibn Dinar sagte, es ist Zeit, es ist Zeit! Und wachte weinend auf. Er sagte, es ist Zeit und es war Zeit für Fajr. Er machte Wudu und ging in die Moschee, um Fajr zu beten. Und der Imam in der Moschee rezitierte die Verse des Koran. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung? An diesem Tag änderte sich Malik ibn Dinar. Er veränderte sich von Grund auf und wurde zu einem der besten Menschen seiner Zeit.